Meine werten Damen und Herren, meine Pilze im Pilzgarten. Ich bin einer von vielen Pilzen und wir sagen alle gleichzeitig Hallo und Willkommen. Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge hier zu Plants vs. Zombies. Heute werden wir mit Pilzen spielen. Tatsächlich habt ihr euch eine weitere Folge gewünscht, deswegen werde ich euch diesen weiteren Pilz hier zeigen. Das ist nämlich der Scaredy Shroom und der heißt eigentlich sozusagen sowas wie der erschreckte Pilz. Und der erschreckt sich, wenn ein Zombie kommt, denn dann geht er in den Boden rein. Deswegen nehmen wir den mit. Wir werden uns auf jeden Fall auch einen Hypno-Shroom mitnehmen. Selbstverständlich werden wir uns auch einen Puff-Shroom mitnehmen, weil die nichts kosten. Selbstverständlich natürlich auch die Sunflower, beziehungsweise nicht die Sunflower, sondern die Sunshrooms, die sind natürlich viel besser. Fume Shrooms werden wir auch brauchen, weil hier manche Leute mit Türen mit dabei sind. Und ich würde auch mal sagen, ein Repeater kann man sich auch mal gerne mitnehmen und die Nüsse. Nüsse sind immer ganz gut. Ah, wobei, einen müssten wir davon vielleicht doch nicht mitnehmen. Vielleicht den Hypno Shroom doch wieder zurücklegen und stattdessen vielleicht doch nochmal die Kirschbombe mitnehmen, weil ohne die Kirschbombe geht nichts und ich muss sagen, desto mehr Auswahl wir an Pilzen bekommen, desto schwieriger wird das Ganze. Oh Mann, sind das viele von diesen Grabsteinen hier. Meine Güte. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz simpel an, okay? Wir platzieren unsere Sunshrooms einfach so, wie wir sie brauchen, ne? Und werden jetzt einfach erstmal ein bisschen Energie sammeln, okay? Erstmal überall so ein paar von diesen normalen Shrooms hin. Die reichen für den Anfang meistens immer aus. Das heißt also, da haben wir ein bisschen Puffer, ein bisschen Pause. Perfekt. Ich habe einen ganz richtig gesetzt dort, wo einer steht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Fläche uns hier ausreichen wird hinten, ne? Aber wir werden mal gucken. Weil dieser Grabstein hier, der gefällt mir ganz besonders, ne? Ich weiß nicht, den können wir auch nicht entfernen, weil ich nicht den Grabstein entferner mitgenommen habe. So, was vielleicht aber genutzt werden kann jetzt, was vielleicht auch interessant sein könnte, ist dieser Scaredy Shroom. Weil der kann ja sozusagen immer schießen und der kann ja nicht sterben. Das ist ja das Interesse. Oh, doch, der kann sterben. Oh, what? Der Scaredy Shroom? Okay, ich verstehe. Der Scaredy Shroom ist eher einer, der hinten steht. Ich verstehe, das ist eher einer, der hinten steht. Also, wir werden, glaube ich, die Scaredy Shrooms sozusagen einfach hinten stehen lassen. Oh, und die können richtig weit schießen sogar. Gutes Zeichen, weil damit können wir jetzt nämlich unsere Aufstellung ein wenig anders machen und können die Shrooms sozusagen hinten haben. Gute Sache, ich verstehe. Okay, ich glaube, ich werde jetzt erstmal auf jeder Seite dann auch nochmal so ein Long Range hinpacken, weil der kann dann schon sehr früh anfangen zu schießen, obwohl er ganz weit hinten steht. Und hier vorne haben wir dann die Unterstützung, dass wenn es mit so einem Hut kommt, so ein Zombie, dass er natürlich nicht durchkommt, weil alleine schaffen die das meistens nicht, aber zu zweit geht's. Deswegen sind wir da gut aufgestellt. So, ich mache überall... Oh, kriegen die denn jetzt eigentlich? Oh Gott, die schaffen es nicht, Mann. Also mit einem Hut kommen wir da nicht durch. Okay, da geht dann tatsächlich einer flöten, ne? Da platziere ich jetzt gleich einfach wieder 9 hin für 0. Die kosten jetzt natürlich gar nichts. Das ist so abgefahren, Alter. Der kostet einfach gar nichts, dieser kleine Pilz. Einfach 0. Das ist so der beste Preis, den es eigentlich gibt, Mann. wir brauchen auf jeden Fall auch noch einen Fume Shroom. Den würde ich dann dementsprechend natürlich vorne platzieren an den Stellen, wo wir ihn brauchen, ne? Damit wir sozusagen ein bisschen extra Power haben, ne? Eigentlich müssen wir ihn nur dann benutzen, wenn eigentlich ein Schild da ist. Aber ihr wisst ja, manchmal... Oha, Alter, jetzt habe ich hier sogar 3 Stück und er hat trotzdem angebissen da. Abgefahren. Also da muss man schon sagen, da sind die Monster gerade wirklich, als ob die stärker geworden sind. Ich sag's euch. Ich würde, glaube ich, auf diese 200er hier sparen, ne? Da haben wir nämlich auch ein paar 200er hier mit dabei. Da haben wir einen Long Range, einen ganz vorne, der sozusagen ein bisschen was wegstecken kann. Und dann dementsprechend auch immer einen Long Range mit dabei. Den können wir uns dann immer mit reinholen. Also ich finde es gut, dass der halt so weit schießen kann, weil der fängt immer so früh an. Bei dem hier bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der wirklich gut ist, außer gegen diese Typen mit den Schildern. Weil ich habe das Gefühl, der macht nicht so viel Schaden. Oh, da kam gerade Geld rein. Die lassen ja auch noch nebenbei Münzen fallen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Na, dementsprechend sammeln wir hier noch ein bisschen mehr. Oh, jetzt muss ich auch überlegen. Ah, Huge Wave of Zombies. Ich werde jetzt mal... Oh, warte mal. Vielleicht sollte ich da sogar lieber meine Sonnenenergie sparen und vielleicht doch lieber eine Cherry Bomb nehmen, um dann mehrere auf einmal zu holen. Ey, da ist dieser Pinke, den wir mal gebaut hatten. Oh mein Gott, der ist so witzig. Okay, da werde ich jetzt gleich... Ich warte noch mal ein bisschen ab, bis ich da ein paar habe. 3, 2, 1. Bombe ist platziert. Top. Okay, schönes Ding. Da sind sehr, sehr viele gegangen. Die sind in den Urlaub kurz gefahren.
Okay, da haben wir tatsächlich jetzt den ersten Kandidaten, ne? Wo wir eigentlich den Fume Shroom brauchen, ne? Ist jetzt so, schaffen wir aber. Alles easy. Haben wir jetzt einen zweiten Fume Shroom hier. Also die vorletzte Reihe bei uns, die ist wirklich richtig gut, Mann. Da kann man schon nichts gegen sagen, ne? Da haben wir nämlich jetzt wirklich nur Angriff die ganze Zeit. Angriff über Angriff über Angriff. Unten sieht es schon besser aus. Okay, hier die zweite Reihe von oben. Ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ein bisschen schwierig. Ich brauche da jetzt noch ein bisschen mehr Sonnenenergie. Da kommt mir die Energie nicht schnell genug. Da muss ich vielleicht sogar sagen, vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn wir nicht die 200er mitgenommen hätten, ne? Sondern nur die 100er. Weil es ist wirklich schwer, hier an Energie zu kommen, ne? Da würde, glaube ich, der ganz normale Shooter sozusagen reichen. Wobei ich mir nicht sicher bin, wie stark die Pilze eigentlich sind. Das ist die Frage. Man hat keinen Wert, wo man sehen kann, wie stark jemand ist. Oh Gott, okay. Da brauche ich jetzt den Fume Shroom. Oh, oh, das wird hier eine böse Geschichte werden, ne? Oh mein Gott, ich brauche eigentlich überall Fume Shrooms. Das ist jetzt natürlich eine blöde Situation. Jetzt frisst er den sogar da auf. Ich hoffe, die schaffen den. Ich hoffe, die schaffen den. Oh mein Gott. Unten werden sie ihn auf jeden Fall schaffen, ne? Ah doch, da haben sie ihn auch geschafft. Okay, sehr gut. Dann platziere ich hier vorne. Wisst ihr was? Ich platziere jetzt auch einfach wieder so ein Scared sozusagen hierher. Dann ist es in Ordnung, okay? Dann habe ich nämlich schon weitere, die sozusagen, also wenn ich jetzt statt diese kleinen Pilze einfach die großen immer nehme, ist es, glaube ich, viel simpler. Oh mein Gott, ich brauche wieder die Energie. Ich setze hier oben einen Repeater hin. Der hilft dann beim Schießen. Das wird schwierig, aber ich glaube, die schaffen das. Das sind 4 Stück, die da schießen können. Ist nicht, ey, wirklich? Ist keine schlechte Aufstellung. Das ist hier keine schlechte Aufstellung so. Wir haben jetzt eigentlich fast überall immer Angriffe. Guck mal, der da wird gut abgeschossen. Oh, da kommt ein Rugby-Man. Mal gucken, ob die den Rugby-Man auch schaffen, ne? Ich hoffe es mal. Oh Gott, der Rugby-Man kommt. Oh Gott, Hilfe. Was mache ich da? Ich setze da eine Walnuss hin. Der soll die Walnuss essen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Rugby-Man. Ich glaube, der ist stark. Da sind die Pilze ein bisschen zu schwach für. Wisst ihr, wie ich meine? Ich würde vielleicht sogar sagen, wir brauchen jetzt noch mal ein bisschen Sonnenenergie. Oh, da ist wieder eine Kirsche. Ich glaube, wir sollten uns die Kirsche lieber aufsparen und lieber weise wählen. Weil wir haben jetzt hier überall diese Schildzerstörer. Hier auf der zweiten Reihe. Da, wo der Rugby-Spieler gerade... Alter! Diese Nuss war eine richtig gute Investition. Weil der stirbt ja kaum, dieser Rugby-Spieler. Ist ja unglaublich. Guck mal, der hat einfach fast die ganze Nuss gegessen. Oh mein Gott, einfach fast die ganze Nuss. Okay, so jetzt müssen wir gucken, ne? Ich hoffe hier in der zweiten Reihe, da darf jetzt kein Schildmann kommen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay, ich verstehe. Okay, sehr gut. Okay, okay, okay. Ich platziere. Oh mein Gott, die war gar nicht gut. Okay, Leute, es wird gerade eine heftige Sache, aber ist okay, wir kommen durch. Da ist kein Schildmann, Schildmann haben wir da. Okay, wir haben ein paar von denen auch gut tot bekommen. Ich würde hier dann nochmal einen Repeater hin platzieren. Der kann dann nochmal gut mitschießen, ne? Oh mein Gott, diese zweite Reihe ist ja richtig brutal. Aber ey, hey, es sah brutaler aus, als wir dachten und wir haben es geschafft. Das war gerade nicht schlecht. Und das hier ist der Bloom Doom Cedo. Temporarily immobilizes all zombies on the screen. Okay, das bedeutet also, dass er für kurze Zeit einen Freeze macht. Sprich also, er friert alle ein und dann können die sich eine lange Zeit... Oh mein Gott, da ist ein Disco-Zombie. Oh mein Gott, nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, der Disco-Zombie... Lass mal lesen, was der macht. Was macht er denn? Not encountered yet. Okay, das heißt, wir haben ihn bisher noch nicht getroffen. Das heißt, wir wissen nicht, was er tut. Okay, ich würde sagen... Auf jeden Fall Sonnenshroom, okay? Ich glaube, wir brauchen auch einen Gravebuster diesmal. Oder? Brauchen wir ihn? Ich würde ja sagen. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und dann können wir auch eigentlich wieder diesen Scaredy-Shroom nehmen. Ich würde vielleicht sogar den mitnehmen, statt den kleinen. Der Puff-Shroom ist natürlich nicht schlecht, aber den haben wir nicht mehr gebraucht am Ende. Man braucht nicht den Puff-Shroom und den hier beide gleichzeitig, weil der ist auch günstig. Der kostet zwar gar nichts, aber der ist günstig und der ist besser. Viel besser eigentlich. Dementsprechend nehmen wir den mit. Dann auf jeden Fall den Ice-Shroom, um das mal auszuprobieren. Ja, den Repeater, den nehme ich schon mal mit. Kirsche auf jeden Fall auch. Und jetzt die letzte Wahl. Die letzte Wahl fällt bei mir selbstverständlich. Ah, hier gibt es keinen mit Schild. Also können wir uns hier eine Walnuss wieder mitnehmen. Die Walnuss, die rettet einem manchmal schon den Arsch. Muss man schon sagen, und die ist auch nicht teuer. Die ist nicht teuer und die ist gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay. Oh Mann, jetzt sind hier gar nicht so viele Gräber. Oh Mann. Das ist ja voll blöd. Jetzt haben wir nicht so viele Gräber hier.
Und auf einmal ist es... Oh, also ich muss schon sagen, das ist ja... Das geht ja mal gar nicht. Ich habe jetzt gedacht, hier sind jetzt mega viele von diesen Gräbern. Und dass ich jetzt hier schaufeln muss. Jetzt habe ich mir dieses Gravebuster-Ding mitgenommen. Und was habe ich jetzt davon? Gar nichts. Okay. Oh, oh. Okay. Alles klar. Ich bemerke übrigens auch... dass es auf jeden Fall nochmal anders ist, wenn man nicht die kostenlosen Sachen hier hat. Ich brauche auf jeden Fall hier nochmal einen. Ich muss schon sagen, wenn man diesen kostenlosen Shroom hat, dann ist der Anfang ein bisschen leichter. Aber ich würde sagen, auf das Ende hin gesehen, ist es besser, wenn man überall so ein Ding hier stehen hat und man sozusagen den Anfang ein bisschen schwieriger macht. So, schaut euch diese Position an. Vorne überall die Weitschussdinger, hinten die Sunshrooms, okay? Sunshrooms sehr... Oh mein Gott, da ist der Disco. Oh, 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 oh. What? Oh mein Gott, was? Junge, der Dance? Der Dance einfach? Oh mein Gott, damit hätte ich niemals gedacht. Oha, das sind ja voll viele, Mann. Oh, oh. Okay, freeze. Freeze. Okay, eingefroren. Okay, freeze, freeze, freeze. Der braucht ein bisschen mehr Zeit, um den Typen hier zu holen. Oh mein Gott, was? Oh, man muss den schnell holen. Oh mein Gott, Leute, man muss den schnell holen. Oh nein, oh nein. Da eigentlich bei diesem Disco-Typen hier braucht man... Also ich brauchte auf jeden Fall jetzt erstmal einen zweiten von denen, damit die... Nein, der hat sich jetzt eingebaut, weil der kurz davor ist, den anzugreifen. Oh nein. Bitte holt ihn, der darf nicht noch mehr rufen. Nein! Oh mein Gott! Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, Mann. Niemals. Das ist einfach der Disco. Der Disco-Man. Oh mein Gott, ich brauche eine Kirsche. Kirsche, Kirsche, Kirsche. Fünf. Ich brauche noch fünf Energie. Fünf. Gib mir doch bitte einer von denen. Schnell. Dahin. Oh. Junge, ein Glück. Ein Glück. Oh mein Gott, ich habe jetzt wirklich gerade gedacht, ich glaube, ich verliere. Ich habe wirklich gerade gedacht, ich verliere. Der ist ja übertrieben stark. Der ist ja übertrieben stark, wirklich. Oh mein Gott. Warte mal, hier nochmal einen. Okay, ich platziere dem einfach immer eine Nuss hin. Mit einer Nuss geht das klar. Ich schwöre euch, diese Nuss ist wirklich das Beste, was es gibt. Der Ice Shroom, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür, dass der 75 kostet, ich glaube, wenn da so eine Welle kommt... Ey, ich habe das Gefühl, ich habe mich kaum aufgebaut. Kann das sein? Ich habe kaum... Ey, warum hat der sich denn jetzt hier eingegraben und kommt nicht mehr raus? Was soll denn das? Hallo? Der hat sich da eingegraben und der kommt nicht mehr raus zum Kämpfen. Der hat Angst. Oh mein Gott. Okay. A huge wave of Zombies. Oh Gott, Leute. Ich habe zu wenig. Ich habe zu wenig von diesen Angreifern. Ich habe zu wenig von den Angreifern, Mann. Oh mein Gott, da ist wieder so ein Disco-Man. Okay, okay. Okay, der Disco-Man ist tot. Ey, jetzt kommt nochmal der Shroom. So, der hat nochmal alle eingefroren. Da unten ist auf jeden Fall viel los. Oh mein Gott, Leute, ich habe so Angst. Ich brauche nochmal gleich den... Okay, vielleicht war es doch nicht schlecht. Ey, vielleicht war es doch nicht schlecht, Leute. Dieses Einfrieren ist für diese letzte Runde... Dass die jetzt alle viel, viel langsamer sind und wir viel zu wenig Geld haben, ist es richtig gut eigentlich. Also ist der Ice Shroom doch richtig gut. Ganz besonders fürs Ende. 75, aber er hat einen langen Recharge. Aber schaut euch das an. Wir haben es jetzt einfach geschafft. Oh mein Gott. Was ist das? Der Blumen Doom Sedo? Yo, Doom Shroom. Er zerstört ein riesiges Areal und lässt einen Krater hinter sich. Oh mein Gott, was? Crazy. Leute, was ist das denn für eine Folge gewesen? Leute, das war ja krank. Okay, aber ich würde sagen, für jetzt sind wir erstmal durch. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Falls ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schaut auf jeden Fall unter shop.arizo.de vorbei für den besten Merchandise. Meine werten Damen und Herren, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao.